Also die Wiener Zigeuner durften nicht mehr herumreisen, nicht am Land, nicht in Wien. Und so mussten sich die ganzen Zigeuner, die im Raum Wien waren, Niederösterreich, auf einem Platz, der hieß damals, dieser Platz da hinten, wo die Wohnwagen sind, also das war der Platz von Heller, die Heller-Fabrik, Schokolade und Zucker. Und diese Menschen mochten die Zigeuner, haben ihnen den Platz zur Verfügung gegeben. Auch meine Oma hat dort Platz gefunden und konnte mit ihrem Wohnwagen und ihren Pferden dort leben. Und viele andere Rom, die dort ihr Zuhause gefunden haben. Jetzt ist aber die Krise, gell, wo kommt das Brot her? Da der Gaucho, der Nicht-Zigeuner, alles besitzt, von der Bank bis zum Kaufhaus, wo man die Kerzen für den Sorg oder die Nägel kauft, dann ist es eben für den Rom schwierig, also sich zu bewegen in einer freien Welt, wo die anderen überhaupt kein Gespür haben, dass Hitler einmarschiert und dass Hitler und die Hitlerjugend in ganz Österreich also ihr Unwesen treibt und die jungen Menschen von Juden und Zigeunern und andersdenkenden Menschen also herumschwirren und herumschimpfen und spucken und also die anderen Menschen wissen das alles nicht. Klar ist bei den anderen der Hunger. Und eines Tages kam die SS, die Gestapo, und haben um unser kleines Holzhaus, das wir ja wissen, wer wir sind, ein spanisches Gitter aufgestellt. Das war ungefähr ein halbes Meter die Tiefe und breit, also die Länge, konnten sie selber einstellen, weil es wurde eingehängt. Also so wussten wir schon in der Freiheit, was KZ und Vernichtung ist. Irgendwann kamen dann wieder nach diesem Akt, kamen die SS und Gestapo wieder und, nein, da muss ich dazwischen. Es kam eine junge Frau zu uns, sehr hübsch, sehr elegant, sehr vornehm, sehr blond, sehr grau angezogen, sehr, sehr vornehm. Die hat sich in den Herzen der Zigeuner auf die Plätze geschmuggelt, indem sie heller Zucker verteilt hat und unsere Eltern ihr Kaffee gegeben haben und Kaiserschmarrn. Die Männer waren aber schon weg. Mein Vater war noch da, das war 1940. Diese Frau, Eva Justin hat sie geheißen, hat die älteren Frau bezirzt und hat ihnen aus ihren Herzen gerissen, wo die nächste Adresse ist. Ja, und sie hat alles notiert und ist auf die Gestapo gegangen, also auf die Rosauerlände oder wie auch immer, aufs Landesgericht 1 und hat das der Behörde überreicht. Die sind dann immer also in der Nacht ausgefahren, die grünen Heinriche, und haben so die Zigeuner eingefangen und haben ihnen alles weggenommen. Ihre Pferde sind auf dem Pferd. Wo sind die hingekommen? Wo sind diese vielen Wohnwagen hingekommen? Wo ist der Schmuck hingekommen? Die Zigeuner hatten keinen Grund und Boden, aber sie hatten Schmuck. Und der Schmuck wurde in Kannen also und in verschiedene Behälter versteckt, in Wohnwagen, damit es nicht gestohlen wird, hat die Oma immer, also, oder die Mutti, im Bett versteckt. Das blieb alles an Ort und Stelle. Das blieb alles da. Zwischendurch kam die Gestapo und holte unseren Vater ab. War schon das Jahr 1941, im März irgendwann. Und brachten ihn in die Rosauerlände, von dort nach Dachau. Da hat zu meiner Mama gesagt, sieh, du pass auf die Kinder auf. Er hat gewunken und weg waren sie mit ihm. Er kam nie wieder. Nie wieder habe ich ihn gesehen. Ein Mann mit 32 Jahren. 6 Kinder und eine Frau. Seine Mama war bei uns. Und sein Bruder war irgendwo noch
im Burgenland mit meiner mütterlicher Seite. Also im Burgenland, die waren noch irgendwo. Aber Eva Justin ist auch dorthin. Und so wurden die irgendwann alle auf einmal abgeholt, so an die 800, 900 Raum, also in Raum auf, in den Gassen und im Burgenland, in Joes und Kizé, und Burgenland ist ja groß und es wohnten auch überall Raum. Also man hat sie entweder in einer alten Bombentrichter Loch, es sind ja schon Bomben gefallen damals, da so eine Bombe lässt Spuren, gell? So ein Loch über. Entweder hat man sie alle dort erschossen oder man hat sie im Gasauto also umgebracht. Denn diese Menschen, diese 500 Menschen sind in kein KZ angekommen. Es waren auch nur mehr alte Frauen und Kinder, Kränkliche und so. Also die kamen auch nicht mehr zurück. So, in dieser Zeit, zwischen dieser Zeit, hat uns unsere Mama im Kongresspark oder im Kongressbad versteckt. Wir hatten wunderbare Freunde im Kongressbad. Und zu dieser Zeit versteckten uns die Menschen rundherum, also und wir selber versteckten uns einzeln. Fritz Karasek und seine Mama haben mich versteckt und die kleinen Ossi. Das war aber dann für meine Mama zu viel, dass ihre ganzen Kinder weg sind und sie alleine oder nur mit Ossi oder mit Karl oder mit Hansi, einer blieb immer bei ihr, also sich extra verstecken musste. Dann hat sie gesagt, nein, im Park, im Kongresspark ist das Laub so groß wie die Senja, nun muss ich euch vorstellen, so 12 Meter lang und hoch. Und innen hat die Mama dann Decken und so alte Mänteln ausgehöhlt. Dorthin sind wir an die 4 oder 5 Wochen waren wir da drinnen. Also die Kinder durften nicht raus, Mama hat uns nicht rausgelassen. Wir durften nicht husten und nichts. Und man hörte immer die Schritte, wer vorbeigegangen ist. Also wir durften uns nicht rühren. Wir mussten solche Steine tragen. Diese Steine, was ihr da unten seht, wenn es runtergeht, gell? Kopfsteine. Kopf. Genau, so. Zum Beispiel in deinem Hof oder da auf der Straße draußen. Die liegen überall in ganz Europa. Diese Steine, das mussten Gefangene oft die Straßen machen, die Straßenpflastern. Aber wir im KZ, die alten Männer, haben in Steinbruch diesen Block bearbeitet. Dann wurde er zu 10, also durchgeschlagen und die Kinder bekamen einen großen Block. Wir mussten mit den Hammer draufschlagen, bis sie immer kleiner wurden und dann die Kanten abschlagen, gell? Bis sie so ein Viereck wurde. Dann so groß. Genau, oder ich und mein kleiner Bruder Ossi, wir haben in Auschwitz die Leichen, die in der Nacht gestorben sind, wenn die Arbeiter draußen waren, alle die Leichen runterschmeißen von der Buchse und dann bis zur Kobeltür nach vorziehen, wo auch die Latrine war. Dann wurden sie von Gefangenen abgeholt auf einen banatischen offenen Wagen hinaufgeschmissen, ganz ordinär und gemein, ganz gemein. Die armen Menschen hat man hineingeschmissen. Als wären sie auch Steine. Und deine Kinder? Da seht ihr die Nummer, was ich bekommen habe in Auschwitz. Z4 Zigeuner, 6399. Ja, da habe ich meinen Namen verloren. Da habe ich nicht mehr geheißen, Gretel nicht und Margarete nicht und gar nichts. Da war nur mehr eine Nummer. Ja. Ich bin außen vom Appell, während des Appells standen in Auschwitz Riesenberge mit Schäler von Kartoffeln und Rüben, Burgunderrüben.
die aber in 2 Tagen so schwarz waren, ja, oder braun gefärbt, zusammengerollt, kam auf die Schälweise an, ob sie dick oder dünn geschält worden sind. Und zwischen den Bergen war ein einzige Schale, die rosa, rosa, braun hinausgeleuchtet hat. Die hat gesagt, mir ist es egal, ich gehe jetzt, ich renne jetzt und bin zu diesem Haufen gelaufen, der 5-mal so groß war wie ich, und habe diese Rübe genommen und habe sie im Mund gesteckt. Man hat mir dann eine über den Kopf geschlagen, dass ich ja nichts mehr gehört habe und auch mein Auge kaputt geworden ist.